Die Vorfreude auf diese Partie könnte größer gar nicht sein. Das könnte ein echter Kracher werden hier. Bleiben Sie also unbedingt dran. Wir melden uns live aus dem Etihad Stadium. Es regnet hier im Etihad Stadium, Schmuddelwetter also, aber die Stimmung ist trotzdem bestens und damit herzlich willkommen zu diesem heutigen Spiel. Am Mikrofon ist wieder das gewohnte Kommentatorenteam Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und es geht bei uns heute um ein Spiel in der Premier League. Manchester City gegen Arsenal. Es kann losgehen, alle sind bereit, alle stellen sich auf ein echtes Highlight ein. Manchester City profitiert von diesem enormen Boom, der im englischen Fußball herrscht. Das hat nur wenige Jahre gedauert. Da ist aus dem Underdog, dem Drittligisten City, wieder ein absolutes Spitzenteam geworden. Mit Superstars, mit einem Weltklasse-Trainer, mit Titeln. Hier die Startaufstellung von Manchester City. Ederson heißt der Torhüter. Aymeric Laporte spielt mit Ruben Dias in der Abwehr. Ilkay Gündoğan steht mit Kevin De Bruyne auf den zentralen Positionen. Und im Sturm ist Erling Haaland. Hier ist die Aufstellung von Arsenal. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Manchester City mit dem Anstoß, Partie kann losgehen. Das ist Rodri. Da suchen sie jetzt die Lücke. De Bruyne. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Gabriel Martinelli. Edward Nketia. Er gibt den Ballbesitz ab. Manchester City hat aktuell die beste Heimbilanz in der laufenden Saison. 7 Siege aus 9 Spielen, das ist eine klasse Bilanz und die haben sie sich erarbeitet und verdient mit ihren Auftritten, mit ihrer Spielweise. Sie zwingen jedem Gegner diese eigene Spielweise auf, sind extrem konsequent und es kann aus ihrer Sicht natürlich so weitergehen. Xhaka. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Saka, das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Manchester City bekommt den Einwurf. Jetzt De Bruyne. Er gibt das Foul. Das gibt Freistoß für die Citizens. Saka. Saka. Könnte die Führung werden. Der ist drin. Tor für den FC Arsenal. Ich schaue noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Die Reaktion von City, die muss jetzt kommen. Rückstand. Langsam wird es gefährlich. Schönes Dribbling.
Ja, vielleicht kommt jetzt was. İlkay Gündoğan. Er kommt noch an den Ball. Jetzt kommt die Ecke. Die Parade bei diesem Kopfball. Echte Torgefahr, sieht anders aus. Absolut, Wolf. War doch eher ungefährlich. Gabriel. Ball bei Partey. Saka. Thomas. Saka. Granit Xhaka. Thomas Partey. Arsenal mit guten Pässen. Da ist die Flanke. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Erling Haaland. Schwacher Ball. Partey. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Granit Xhaka. Ne, das stellt den Keeper natürlich vor keine großen Probleme. Zinchenko. Oh, viel Platz jetzt. Den hält er natürlich, keine Frage. Schwacher Ball aus der Distanz. Ja, da bedankt er sich. Da muss er sich überhaupt nicht anstrengen. Saka führt die Ecke aus. Die Ecke hat er ganz sicher. Keine große Gefahr. Jetzt Gündoğan. Damit ist diese erste Spielhälfte beendet. Manchester City ist hinten. Die beste Heimmannschaft macht hier bislang kein gutes Heimspiel. Tja, Wolf, Sie haben bisher die beste Heimbilanz. Da sind Sie immer bärenstark. Und nun das vor heimischer Kulisse. Noch ist nichts verloren. Damit können Sie sich vielleicht noch ein wenig trösten. Noch ist alles drin. Ein Tor Rückstand. Aber wenn wir die Leistung aus der ersten Hälfte zum Maßstab nehmen, dann wird das eine schwierige. Knappe Führung für Arsenal. Wir machen weiter mit dem zweiten Spielabschnitt. Arsenal mit guten Pässen. Saka. Chance für Gabriel Martinelli. Oh. Sie verlieren hier den Ball. Haaland. Erling Haaland! Gehalten, da zeigt er sein Können. Die Fans geben alles, die wollen den Ausgang. Ecke wird kurz ausgeführt. Gündoğan. Ball wird hier erstmal geblockt. Jetzt haben sie den Ball. Ah, da wäre jetzt Platz. Die Riesenchance. Chance für Saka. Flanke jetzt. Nächster Ballverlust von Manchester City. Wird das seine Torchance?
Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Tor für Arsenal und der Vorsprung, der beträgt jetzt schon 2 Tore. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass und dann haben sie das 2 gegen 1. Und da bist du als Torhüter machtlos, wenn das so clever ausgespielt wird. Hier steht es 2 zu 0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Erling Haaland. Haaland. Grealish. Bisher ist das ein richtig gutes Spiel von Arsenal, vor allem was den Ballbesitz angeht. Und wenn du diese Überlegenheit dann so gut, so exzellent in Torgefahr ummünzen kannst, dann kommt eben eine Führung dabei rum. Auch jetzt sind sie wieder im Ballbesitz. Da könnte durchaus was entstehen. Gabriel Martinelli. Und damit sind sie nun mit 3 Toren vorne. Machen heute wirklich einen exzellenten Eindruck. Da schauen wir uns das Tor nochmal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert. Und da gibt es nichts mehr zu halten. Ich glaube, das gibt eine ziemliche Ansprache in der Kabine. Da passt ja nichts zusammen, vorgestellt. Arsenal führt mit 3, hat hier endgültig jetzt alles im Griff. Das Tor gibt ihnen Ruhe und gibt ihnen Sicherheit. Haaland. Da ist der Bräune. Ball ist weg. Please contact your nearest security guard. Thank you. Ilkay Gündoğan. Rodrigo. Da passt der Torhüter auf. Substitution for Manchester City. Coming off the pitch, number 10, Jack Grealish, to be replaced by number 26, Riyad Mahrez. Jetzt die Ecke. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Erstmal keine Gefahr. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Da, der Konter. Chance für Gabriel Martinelli. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann kommt dieser Volley. Schau dir die Körperhaltung an. Das stimmt alles. Besser geht's nicht. Das dürfte eine ziemliche Kabinenpredigt geben. Da dürfte er brodelt. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Wir schauen auf die Uhr, 5 Minuten sind es hier noch. Joao Cancelo. Sie sind da, Ball wird geblockt. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Saka. Oh, da sagt er Dankeschön. Den Ball hält er natürlich. Ja, aus dieser Distanz müssen sie schon mehr rausmachen. Müssen sie cleverer machen. Das ist ja kein Problem. Das ist mehr als ordentlich vom Unparteiischen. 4 Minuten Nachspielzeit. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt.
So, Buschi, wir schauen runter an die Seitenlinie. Pep Guardiola wechselt. Ja, Wolf. Ilkay Gündoğan verlässt den Platz und Bernardo Silva kommt rein. Technisch stark. Ja, das ist die kurze Variante. Flanke kommt. Ederson! Weltklasse, wie er das gemacht hat. Glanzparade! Kurze Variante bei dieser Ecke. Ball kommt rein. Liebe Zuschauer, das ist der Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Manchester City verliert. Heimniederlage also für die eigentlich beste Heimmannschaft. Und das ist schon überraschend aus meiner Sicht. Vor allem in dieser Höhe. Damit hätte ich, wenn ich ehrlich bin, nie und nimmer gerechnet.